Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Dead by Daylight. Ich bin heute mit Murder Inc., nicht Incorporated, sondern von Tinte, unterwegs, auch Pascal genannt. Moin Pascal! Moin Moin! Und mit Kevriri alias Kevin als Kate. Moin Kevin! Moin! So, ich muss noch eine Werkzeugkiste vollständig aufbrauchen. Das dürfte man doch hinkriegen. Was habt ihr denn so für Aufgaben? Hilfsbereit sein, mit Silber abzuschließen. Irgendjemand müsste sich noch heilen lassen, einmal. Ja. Warte, nein, das kann auch ich sein. Okay, ach so, vergiss, ja, was ich gesagt habe. Okay, ein Believing. Genau. Okay. Das klappt auch mit innerer Heilung. Einen Moment. Ja, ich will es nur sagen. Also, ach, ich finde das gut. Nix von wegen schlampiger Schlacht oder Ruf einer Krankenschwester. Oh, oh. Asarov, okay. Auf jeden Fall Punkte. Auf jeden Fall, aber wieso will der Killer zum Schrottplatz? Krankenschwester oder Jägerin, sage ich. Wie sieht mich an? Ich starte mal wieder bei der Killerhütte. Warum starte ich immer bei der Killerhütte? Oh! Okay. Warum will Pinhead hier hin? Sieht man hier den Würfel einfach herumliegen? Er ist bei mir. Ja? Ja. Mal gucken, für wie lange. Also hast du ihn schon. Also, Pinhead ist bei mir. Naja, ich sag mal gucken, für wie lange. Ach, da ist er. Ob er dich auch will? Ja, ja. Ja, er lässt sich nicht davon abbringen. Oh, hallo, Junge. Jetzt lässt er los. Er will jetzt zu uns. Ja, nimm hier, nicht mich. Gute Wahl. Lien. Du weißt aber schon, dass hinten nichts mehr ist. Und Challenge erfüllt. Ja, ich gleich auch. Ich gleich auch. Jetzt geht die Katze an. Jagt er noch Leon? Ich glaub schon, als ich es hinter der jetzt Werkzeug verschwunden. Ah, da, ja. Kling. Und jetzt. Er wird wahrscheinlich zu mir kommen. Jupp, er ist bei mir. Komm mal hin. Totenschalter ist natürlich am Start. Jagt er dich? Nö. Jupp, ich auch. Achso. Weil ich wollte gerade Leon retten und da ging der Token dran. Ich mach den Würfel. Plopp. Nein, fuck. Ach stimmt, muss er hilfsbereit sein. Ganz vergessen. Oh, Geißelhaken. Hat Geißelhaken plus Totenschalter. Sitzt jemand an einem Totem? Ich nicht. Nee. Ich komm grad zu dir. Okay, dann ist das wahrscheinlich unser Leon. Oh, oh nein, okay. Geh lieber. Oh ja. Komm mit. Ja, will dich. Ja. Aua. Oh, hallo Leon. Ach, als ob. Nein. Ah, scheiße. Ich brauche ein Fenster oder irgendwas. Er will mich nicht mehr. Die Schnauze voll. Hallo. Hallo. Ach, ich habe ja noch Ende machen, soll ich dich dann heilen? Ja, bitte.
Oh. Was war denn das? Spielzeug vielleicht? Ja. Oh. Könnte es ein vierter Perk Pentimento sein? Könnte gut sein. Wird ja gern genutzt, die Kombi. Das wäre natürlich gut, dann hat man häufig innere Kraft, ne? Also ja, stimmt. Ja, geh mal da weg von ihm. Na, ist bei mir beim Bagger. Muss ich drin? Ich bin hinter dir. Mit ihm. Mit ihm? Was? Ja, ja, er ist. Oh, schade. Na, ich glaube, jetzt will er mich. Oder? Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was seine Intention ist. Doch, jetzt will er mich. Er will dich. Ja, ja. Hi. Hallo. Meine da nicht rein. Leon ist hier. Er kommt, glaube ich, zu mir. Na, er war meint. Ist keine Ahnung, wo er ist. Nö, er jagt wieder mich. Warum auch immer. Hat auch eben nicht gemacht, so ein Scheiß. Ich hätte deinen Totem, glaube ich. Er hat Pentimento. Das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, danke. Das ist geil. Soll ich dich heilen? Kannst du nicht. Ach, du bist... Ach so, du kannst... Ja, stimmt. Andersrum, genau. Genau. Ich dachte, ich bin gebrochen, aber nee, ist ja... Oh, natürlich kommt er jetzt. Wo bist du denn? Oh ja, toll. Oh, ja, ist klar. Nimm mal deine Kätzchen da weg. Ach ja, macht Pentimento Spaß. Scheiße, das sind die blöden Ketten, das ist echt blöd. Ich will aber kein Spielzeug haben. Ich weiß gar nicht, ob so viele Totems überhaupt noch über sind. Also dein steht hier bei mir. Ja, ich habe auch Spielzeug bekommen. Du hast auch Spielzeug bekommen. Ja, ich hab mir ein Spielzeug geschenkt. Stimmt, so billig Kram. Er ist bei mir an der großen Hürde. Main Building. Wollte nicht gleich heilen. Ja, dann kann ich danach mein Spielzeug kaputt machen. Ich sieh's doch nicht. Ich hab ja die Katze, ich krieg ja mit, wenn er kommt. Lässt ab von mir? Ja, die Katze geht an. Ja, er ist da vorne. Ja, ich hatte gerade kurz Sichtlinie da. Hier, guck mal, da hinten steht's. Da. Ja, ich hab's schon gesehen, das ist ja pink. Ah, stimmt, ist wieder angezeigt. Recker, wer will dich jetzt, oder? Nee, er jagt immer noch Leon.
Wo steht denn meins? Ach, da ist er ja schon wieder. So, ich entferne mich mal nicht zu weit von meinem Tod, denn wenn ich das hier gemacht habe, damit ich gleich den nächsten Fluch auch nochmal wegnehmen kann. Wenn ich jetzt 100 pro herkommen und daraus Pentimento machen. Ja. Oder? Nee, er sucht mich. Er hat der. Achso, fuck, das Totem ist weggegangen. Soll ich dich heilen? Er ist bei mir. Oh. Oh, da ist er ja. Oh Mann, ich will wieder Terrorradios hören. Ach, da ist mein Totem. Okay. Ui, das war knapp. Push, weg damit. Mal gucken. Das ist immer noch Pentimento anzapfen? Ja. Oh, hat er pennert. I'm going down. Lol. Was macht er da so? Scheiße, so schnell schaffe ich das nicht. Ja, so wie. Ist weg, ne? Ja. So. Mach mal schnell hier Pentimento weg. Hat, glaube ich, meins auch aufgestellt jetzt. Er kommt wieder. Komm doch zu mir, ja. Komm zu mir. Guckt er sich um. Ja, soll er ruhig. Dann kann ich ihn vielleicht noch fertig bekommen. The box. Ah. You opened ah, ja. It. Ja, ich hab ihn. Ja. Ich bin in der Nähe mit ihm, aber ich komme nicht direkt zu euch. Ich sehe da vorne eine weiße Glatze rumfliegen. Ich gehe in den Schrank. Ja. Warte mal, achso, die Würfel ist ja eh weg, jetzt passt. Aber wo ist denn das andere Pentimento? Das war hier in der Nähe der Killerhütte, hast du das gemacht? Das war eben, was eben mein verfluchtes Totem war. Achso, dann wird abgelassen. Ich... Er kommt wieder zu dem Pentimento-Totem. Okay. Was denn? Naja, er hat mich gesehen am Totem, ich bin weggelaufen. Er ist dann einfach umgedreht wieder. Da war noch eins. So. Ah, jetzt will er mich wieder. Krass, ich nehme mal den Weg. Ey. Ich
du den Würfel machen, das soll ich. Ich glaube, es sind uns zu Kevin unterwegs. Ach, natürlich kommt er genau da. Ich renne aber auch immer in diese blöde Kette rein. Geheilt von Marda Inc. Wie schnell kann er das wieder machen? Nein. Wo war denn jetzt hier noch ein Generator? Gesehen. Kommt wieder. Achtung, oh nein. Was ist er denn? Ah. Wow. Ja, er will mich jetzt. Ich bin jetzt mal so frech und mach den Würfel. Mich gesehen. Oh, hat Bock auf mich. Ich bin hier, René. Ah! Was? Ging das denn jetzt? I tried. Ich wollte, ja, gar kein Problem. Ich wollte mich von der Seite anschleichen, aber war wohl nix. Wo ist denn hier noch ein Generator? Oh, da ist ja das Glatzköpfchen. Glatzköpfchen. Zu mir. Ja, komm zu mir. Der Gen neben der Garage ist halt 50% bummelig. Ah, da bist du. Yes. Fuck. Nein. Ah, lass liegen, hol dich. Oh nein. Will aber nicht. Haha, gedämmelt. Oh, eine Taschenlampe. Die nehme ich gerne mit. Die muss ja von Leon sein, ne? Ja. Bist du soweit voll? Ja, aber erst bei mir. Bei der Garage. Naja, er läuft jetzt hier im großen Kreis. Erstmal Bagger, er kommt wieder zu mir zur Check. Da hinten ist er.
Naja, jetzt läuft er ganz weg. Krieg mal da raus. Jetzt hebt er auf. Okay. Wurde auch Zeit. Wo ist jetzt der Taschenlampen-Safe? Ja, echt. Nicht bei mir. Ich funzel überall hin und nicht in sein Gesicht. Das Dumme ist, dass jetzt die Kettenjagd beginnt. Die Würfeljagd. Ja, die Würfeljagd. Oh, er hat sie ja noch gefunden, dein Ernst. Ja, den Würfel, ne? Ja. Ich höre sie doch. Haha, ciao. Tschüss. Ja. Also doch gut gebraucht von eBay. Ja. Wobei ich dieses Gut irgendwie wage zu bezweifeln, selbst die Originalverpackten werden, falls es noch welche gibt, werden schon kaputt sein. So porös die Figuren waren. Ja gut, das ist halt schon ein paar Jährchen her, ne? Ja. Zwei bis drei. Jahrzehnte. Ach Mensch. Aber hatten die nicht schon die Erweiterung oder so gemacht? Neu aufgelegt? Die haben zwei Erweiterungen. Die dritte kam jetzt sogar neu. Kam jetzt erst diesen Monat raus. Ja, aber ist ja geil, dass sie dann das Hauptspiel nicht rausbringen. Ja. What the fuck? Ich habe auch schon gedacht, oh, kannst du ja eine Erweiterung bestellen. Die sind ja nicht teuer. So mit 30 Euro ist ein fairer Preis. Aber an sich schon. Ohne Hauptspiel schwierig dann, ja. Ja. Oh Mann. So. Ja, so ist es. Ja, wobei mittlerweile könnte man sich die nicht selber drucken, die Figuren. Ich habe ja schon den Zwerg und. Ja, eben. Hat genau. Selena mehr. Ja, kann man den Rest nicht ausdrucken. Ja. Oh, hier ist doch bestimmt wieder ein Totem in der Ecke, wie immer. Nein, lass natürlich. Lass die Totems in Ruhe, wir müssen hier Koop machen. Ach so, ist das deine Aufgabe gerade? Vielleicht. Da geht eine Ratte. Was? Hinter mir geht eine Ratte. Und die Katze kommt. Oh ja. Klingt nach Todesbote. Nee, nach Pyramidenkopf. Ich finde, die Melodie klingt anfangs immer ein bisschen ähnlich. Er hat nur die Abkürzung hier durch den Schuppen genommen, damit er hier nicht beliebt wird. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Oh fuck. Denn schön weit weg, sodass dass der Käfig hier in der Scheune erscheint. Du sollst nicht in die Scheune kommen. Ah, shit. Warum denn nicht? Und der Käfig zu mir kommen. Aber er macht's nicht. Ja. Er hebt auf, okay. Wahrscheinlich jetzt so einer, der sich jetzt das auf bis zum Schluss, bis ich ist der Keller kann. Hier? Nee. Ich glaub nicht. Bist du bei ihm? Ja. Ich wollte mir nur nicht die Schleimspur hier geben. Verständlich. Was will er denn jetzt hier von mir? Ein Autogramm? Ich will aber kein... Was war das? Kevin hat Leo mit? Katze. Scheiße. Wieder, ne? Ich glaube, das war ja nicht so toll, dass ich ihn verarscht habe mit Ablenken. Ich gehe woanders hin. Jeder rennt hier in die Schuppen. Ja, hier haben wir doch schon mal einen Totem, das ich machen kann. So. Nein.
Nö. So nicht. Pylonenmann. Pylonenmann. Ach komm, das war so ein kleines Zitzelchen dann. Steck ihn in den Käfig, dann ist er hier hinten bei mir. Steck ihn in den Käfig. Ja, Langweiler. Der wartet. So aus wie... Der wartet ab, bis wir alle dann zum Töten da sind. Toll, jetzt hänge ich ihn auch vor meinem Generator, der fast fertig ist. Nicht treten! Na. No. Wieso setzt du keine Sprengfalle? Uch. Ich hab keine mehr. Ich glaube, er hat Pop. Na, obwohl. Pferd besorgen. Ich hab ein Häschen dabei. Hilfe! Oh, irgendwer ist auf dem Weg zu mir. Das ist, glaube ich, die Jill. Ach, das war mir Glück, mein Freund. Vielen Dank. Ohne Killerbetäubung. Oh, sorry. Dann mal. Sorry. Taschenlampe hast du nicht zufällig, oder? Ich? Nö. Meinte Pascal, aber... Keine Chance. Verstanden hat's so gut. Wie will man eine Pyramide überhaupt blenden? Die Spitze abweichen. Scheine. Jupp. Sammelt dort Bräune. Hallo. Willst du mich auch heilen? Ja. Du musst doch hilfsbereit ja, sein. Ja, und ich habe ein tolles Medikit dabei. Das ist so toll. Naja, das ist ein paar... Du hast da irgendwelche komischen... Ja. Ich stehe auf Draht, weißt du. Auswüchse. Auswüchse. Gerade. Da. Alle endlich infiziert, nur René noch nicht. In den Ding hochgegangen. Nee, ich mache hier gerade noch schnell einen Totem. In diesem Mähdrescher? Ja, ich mache hier einen Totem. Ich bin hier unten. Bei dem Generator Mais? Ja, ich habe hier Maiskolben gesammelt. Oh, das ist ja schön. Backst du uns gleich ein schönes Maisbrot? Ich wollte eigentlich Popcorn machen. Du bist ja gar nicht an dem Generator. Doch, hier, warte, ich bin gleich fertig. So, dann bin ich an dem anderen. Ding. Ja, ich bin auf der anderen Seite des Mähdreschers beim Generator. Ach da. Meiner hat 80%. Ich bin ganz in der Ecke. Ja, ich glaube, er jagt jetzt eh nicht. Oder tritt er ihn? Ja, er tritt ihn. Wie schön. Sehr schön. Dann hol ich sie mal. Oh, 90%. Oh, er kommt wieder. 3, 2, 1.
Sehr gut. Na, das Totem, das hier steht, ist das jetzt nötig geworden? Nein, leider nicht. Na, dann mache ich das noch. Mach die Palette kaputt und geh zurück. Oh, ich bin genau in der Ecke, wo kein Ausgang ist. Kann das sein? Möglich. Ja, da wo es hier hängt, ist ein Ausgang, aber ich weiß nicht, wo der zweite Ausgang ist. Vielleicht der Ausgang ist, glaube ich, bei der Scheune. Ach, da bist du. Wo bist du denn? Bei Pascal. Ich mach das Ausgangstor auf beim Haken. Aua. Ungünstig. Ich muss ablassen. Er lässt aber auch ab. Was war das denn gerade? Hallo. Ja, er campt jetzt. Also jetzt oder nie? Abhaken. Ich bin unterwegs, aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ja. Wie denn das jetzt auf einmal? Sagt bloß, der hat auf der Kartenschwester dabei. Okay, das Tor ist weiterhin offen. Jetzt rate mal, wen er gleich tunneln wird. Du das da oben, René? Ja, das bin ich. Wir heilen uns im Ausgangstor. Ich weiß noch nicht, wenn du da jetzt runterhüpfst, ob du genau in die Grütze landest. Junge, du kannst nicht so viel markieren mit dem Zeug. Vor allem nicht direkt vor mir. Hallo! Geh nicht in deine Grütze! Hockt da drin! Nein! Wow! Neben dem Keller, in der Killershack. Da geht er aber auch gerade hin. Klar. Aber wenn er hingeht, will. So, ja. Weil ich jetzt tot bin. Ah, shit. Nein! Ach, komm, Mann. Der Bitch. Ist da der Ausgang? Hier ist ein Ausgang, ist glaube ich nicht der. Du bist jetzt tot, ne? Ja. Oh Gott, wo war der? War der nicht hier? Ich bin total lost gerade. Hinter der Scheune quasi. Ja, genau. Aber hier wird der jetzt hinkommen. Ja. Scheiße. Schwach. Mein Rücken, mein Rücken. So. Ah, Mann. Ja. Wieso spiele ich das eigentlich? Ich weiß es nicht. Weil er Flan hat. Wahrscheinlich. Heißt das bei euch Polizei oder kommt der Oberwachtmeister? Was? Das heißt, da kommen die Bullen. Der Dimpelmoser. Oh. Gartner ist neu. Ach, ja. Ich starte beim Motel. Wie schön. Ich starte mit dem Busch. Auf der Map. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Vor allen Dingen starte ich zusammen mit Emily Curtis. Ruin. Ja. Ruin? Yes. Na und geil. Katze. Ich auch.
Sprich nicht. Und da kommt das Totem. Kommt der Killer jetzt hier hin? Es ist Myers. Ja. Es ist Myers. Er glotzt. Aber er guckt nicht hier hin. Wie schön. Er ist bei der Killer-Shack. Guck mich nicht so an. Hat sie gerade Ruin gesegnet? Nee. Wäre witzig. Okay. Nee, Ruin ist in der Killer-Shack. Wahrscheinlich ist auch deswegen hier. Ja. Ich geh mal weg. Ich mag ihn nicht. Dann machen wir's so. Bing! Nice. Jop, da drauf reagiert er. Er kommt in die Richtung. Dann gucke ich mal, ob ich Ruin wegkriege. Wenn es denn da ist. Ja, also es brennt auf jeden Fall was in der Hütte hier. Die Hütte brennt. Mal gucken, was es ist. Was ist denn das? Irgendwas Schnelleres. Aber es, glaube ich, war diesmal nicht drin. Es war Ruin. Ja, jetzt kann ich auch meine Falle legen. Ja, ich auch. Ach, Michaela ist hier. Hey, Michaela. Der kommt aber jetzt. Katze? Ja. Oh, da ist er. Fuck. Da wollen wir nicht sein. Ich mag die Map echt nicht. Ich glaube, ich habe ihn an den Hacken. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich fürchte ja. Ich gehe mal zum gesegneten Totem. Michaela ist jetzt mit bei mir am Generator. Er ist weg. Aber das sieht auch schon wieder nach. Ja. Den sieht man anders auch irgendwie gar nicht. Jetzt sag nicht, dass Sackgasse drin ist. Ja. Ist das derselbe von eben? Es ist Sackgasse drin. Sackgasse. Gibt's hier nicht mal einen Totem oder irgendwas hier noch zu tun? Ist es hier so stockdunkel? Man sieht hier nicht mehr die Hand vor Augen. Hallo. Hallo. Hä? Frühstück denn da bitte? Hier müsste doch auch noch irgendwo ein Generator sein. Ja, hier. Hä? Hinter dir. Oh, da. Ach, die ist da mit oben. Haha, davon. Aber er hebt auch. Oh, scheiße, die ist ein kleiner Haken. Ich gehe mal davon aus, dass er direkt herkommt. Yeah. Nee, scheinbar doch nicht. Killer-Shack. Ja, er geht zur Killer-Shack. Läuft da unten auf der Straße. Ist das wirklich Straße? Er kommt wieder ins Haus. Will Michaela. Hey, Michaela. Das hat sich durchgesetzt. Ich werde den Namen nicht mehr sagen. Jetzt muss ich mal Gas geben, dass ich noch vor euren Generatoren hier fertig werde. Oh. Dass wieder Sackass hier reinhaut. Kling. Reicht leider nicht, ich hab's versucht. Hast du ihn geblockt oder was? Naja, und versucht zu sabotieren. Und zu stunnen. Ah, er kommt mit. Er kommt mit? Ja. Okay. Wir machen Paletten. Ich gehe zum gesegneten Totem. Er kommt mit. Ich denke mir so, oh guck mal, da ist ein gesegnetes Totem. Ich geh Gott zum gesegnetes Totem. Oh, da ist er ja schon. Geh wieder zurück. Also Richtung Killer-Shack.
Mann, ey. Ich war jetzt nicht sicher, na, aber ich mach jetzt mal den hier. Achtung, Kevin. Oh! Was? Ich hoffe, es seit 2 Sekunden an dem Generator. Aber jetzt weiß ich schon mal. Das aber, weil etwas aber das heißt auf jeden Fall, dass kein Generator wirklich einen Fortschritt hat, weil ich jetzt vielleicht 2 Sekunden dran hocke. Ne? Oh, ein Minikit. Dann hole ich dich vom Haken wenigstens. Bist du beim Gesicht so, Temp? Ach, ich. Nee, Hellerscheck. Bin einmal die eine Richtung hin und dann wieder zurück. Nee, ich meinte den Generator, den Kevin gemacht hat. Achso. Der ist auch beim Killer-Check, genau davor. Aber der ist wirklich nur vielleicht... Er ist jetzt, glaube ich, ja, er kommt wieder. Er kommt wieder. Er ist auf der Straße. Geht Richtung Killer-Check. Läuft da vorne beim Generator rum. Tritt ihn nochmal. Oh nein. Kommt in die Killer-Check gleich. Mhm. Ne, geht außen rum, kommt bei mir, ist beim Haken. Mhm. Er soll hier nicht rumwandern. Oh, jetzt geht er weg. Ja, ich habe auch gerade keine Katze. Jetzt kommt er wieder. Oh, okay. Ja. Aber er will mich scheinbar nicht. Das klingt nach Kevin. Scheiße, ich habe Ding nicht mehr drin. Flink, ich habe ja Balance Landing jetzt drin. So eine Scheiße. Ah, nimm mal die Palette mit. Ich muss ins Haus. Dann mache ich mal deinen Generator weiter. Nehme ich mal hinten ran vorbei. Oh, der ist, glaube ich, zu schnell. Der ist verdammt schnell, ja. Verdammt, ich war schon die Treppe oben. Michael. Er hat seinen Inliner dabei. Toll. Ich kann dann die Inline-Skates auf der Treppe benutzen. Nach oben. Plonk, er geht zu... Nein, er hat den, glaube ich, gesehen, der da verletzt ist. Er hat mich, Er sieht die Blutspuren. Ärgerlich. Wo ist die Scream Queen? Also einer ist beim gesegneten Totem ganz hinten im Eck und geht umeinander. Das ist dann die Scream Queen. Ich gehe Richtung, Killer-Shack schon wieder. Der trifft euch gleich. Ja, der trifft mich vor. Hier ist jetzt halt nichts mehr, das ist komplett Dead Zone. Aber es ist wenigstens weit genug weg vom Haken. Also, die andere holt mich, René. Okay. Soll er den Generator? Ja. Sogar zweimal. Hält besser, ne? Mhm. Wo ist er? Und er geht Richtung gesegneten Totem. Okay. Er tritt da nochmal einen Gen auf halbem Weg. Und kommt jetzt scheinbar wieder. Er glotzt noch ein bisschen. Er folgt dir wieder. No. Oder? Dreht er nochmal um? Nein, ich habe Dauerkatze. So, dann bin ich hier wieder beim Generator vor der Killerhütte. Was macht die hier? Wartet, dass der letzte Generator fertig ist, um das Tor zu öffnen? Ja, die geht hier am Rand und spazieren. Er ist halt tot beim nächsten Mal, ne? Ja, und? Kommen wieder Richtung Killer-Shack. Er kommt ja allerdings auch. Bin ich doch gerade am Reparieren. Oh ja. LOL. Jetzt ist sie am Arsch. Warum bist du fies? Ich hab nichts getan. Ich hab wirklich nichts getan. Ja. Und dann lacht sie sich aus. Karma Strikes Back vielleicht.
gerade Richtung Haus gegangen. Habe ich das gerade richtig gesehen da hinten? Ich glaube ja. Der Ausgang war doch links. Ich glaube, der andere war da hinten, ne? Hallo. Grüß Gott. Nein. Grüß Gott, treten Sie ein. Ich weiß gar nicht, was meine Aufgabe war. Die waren alle, glaube ich, da hinten, oder? Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott, treten Sie ein. Treten Sie ein. Ich weiß gar nicht, was meine Aufgabe war. Wer hat hier eigentlich die USA-Flagge aufgehängt? Amis? Das ist unwahrscheinlich. Katze? Ist also, gut. Das sagt schon, der hat schon wieder. Naja, zum Glück nicht. Ich folge dir einfach. Ich habe auf jeden Fall hier gerade die Katze. Wir waren alle im Gänsemarsch. Oha, Katze? Katze, Katze? Katze, wo? Da guckt er wieder. Da geht er wieder zurück. Okay. Katze? Aber Katze weg? Katze, aber Katze weg. Katze? Jetzt kommt er wieder. Da ist er. Ja, er kommt. Falscher Schrank. Oh, das ist okay. Elf State macht keinen großen Unterschied. Ich gehe mal mit ihm zum Haus. Mach das. So, dann mach ich hier mal wieder auf. Oh. Achso, Kevin ist da. Okay. Wir machen dann eine 1 Ob. Oh, Kacke. Jetzt muss er dran denken. Dran glauben. Ich denk nochmal dran. Ja, denk nochmal dran. Ah, die Palette nicht gezogen. Wo bist du? Ich bin direkt hier. Achso, du kommst immer ganz unverhofft ums Eck einfach irgendwo rum. Ja, ich bin der Heimliche. Booty Bouncing, Booty Bouncing. Bounce, bounce. Der kann auch bouncen. Da kommt er gerade. Oh Mann. Ist das nicht sowieso Mitternacht Reset bei deinem Router? Ja. Oh, dann hast du 15. Ja. Ja, ein bisschen Zeitdruck muss immer mal sein hier. Natürlich. Guck mal, dafür gibt es doppelten Fladen. Also die Jägerin, die erschreckt. Du nimmst bitte also keine der Runden, in der ich mich total erschrecke. Doch, gerade die. Warum kommt übrigens das Video, wo du die Kiste blockst, wo wir hier auf der Karte sind und ich auch bei einer Kiste starte? Und ich dachte mir so, ja okay, dann blocke ich sie so lange, bis du da bist. Und mir so... Er kommt nicht. Die reißt mir gleich den Schädel ab, wenn ich aber weiter stehe. Light. Oh. Ja, ich sehe ihn da hinten. Oh. War es nicht ich auch gegen Ufa. Die Fäule, wo die Kiste doch, ja. Ja. Wo ich noch ganz knapp entkommen bin. Was geht das so langsam hier? So geht das. So geht das. Sehr schön. Was will der hier? Greg da. So. Zack. Halt, nein. Hallo, ich bin ich. Das war doch sowas von klar. Ich glaube, der Tinkerer. Wissen wir doch nicht. Vielleicht. Woo. Und gestunt. Aber er will dich. Ja, natürlich. Er will dich, er hat dich. Fand er nicht gut.
Vielen Dank. Vielen Bitch. Ah. Oh, er hat andere Sachen. Wo bist du? Er hat andere Sachen? Ja, ja. Er hat irgendwas anderes gefunden. Der Felix hat er gefunden. Ach, Totenschalter. Okay. Gut, wissen wir auch das. Er kommt. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ach, der Totenschalter, dann jo. Darf ich jetzt nicht die Werkzeugkaste einsetzen. Schade. Ah! Er hat auch Geiselhaken. Was hat er, Geiselhaken? Ja, weil jetzt habe ich auch den scheiß Totenschalter auf meinem Generator. Er kommt Richtung Schiff, mal gucken, ob er hier drauf reagiert. Er rennt aber wieder zurück zu dir. Oh, natürlich. Aber sofort. Warte, 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 Kevin, warte. Kevin sah schon fast geil. Ich hab doch noch was zu erledigen. Wo bist du? Check. Seite. Ja. Danke dir. Bitte. Dad! Sehr schön. Oh, Felix macht das gut. Natürlich. Oh Mann, hier stöhnen zwei Männer in der Kippschack rum. Wird wieder der tolle Haken. Das war... Natürlich wurde meiner gesprengt. Ich glaube, er geht zur Killer-Shack, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das war aber nicht. Aha, kommt wieder, ne? Jetzt geht er zur Killer-Shack. Naja, hat Felix, ne, er ist bei mir am Haken, aber Felix ist halt auch hier, er ist an Felix dran. Er ist am Felix, ne? Naja, ja. Die jagen sich hier an der Check. Achso, okay, dann. Wenn sie sich an der Check jagen, dann muss ich dich mal kurz holen. Dankeschön. Und wenn du mich heilst, kann ich nochmal für das Volk raushauen. Jupp, jupp, jupp. Da fummeln sie einfach im Eck. Coole Sache. Dann habe ich auch meine Aufgabe erledigt. Ach, und hier ist ein Totem, dann kann ich mir das gleich wiederholen. Wenn er mich jetzt nicht erwischt. Ja, er ist irgendwo in der Nähe aber noch. Ach, hier ist ja auch ein Generator. Sie hat eine Hose an? Natürlich. Schatz, was ist das für ein anderer? Was macht er denn jetzt? Vielleicht geht er weinen. Aua! Soll das? Hä? Was ist das denn für ein Unsinn? Als ob. Mann, ich wollte doch bloß darunter springen. Blieb leid. Das hat er, glaube ich, gar nicht gern gesehen. Das ist vollkommen okay.
Hallo. Wow. Jetzt nimmt er mich trotzdem wieder. Schaffst du. Ja, tschüss. Will das herausfinden oder was war? Nö, er hat sabotiert. Ich hab sabotiert, ah, okay. Ich hab Breakout dabei. Ja, ja, doch, also, das ist eine nette Kugel. Loink. Da unten. Naja, ja, ja. Das ist geil. Hat hier jemand heilende Hände? Ich hab ein Blight an den am Arsch. hat Felix, glaube ich, gefunden? Ich glaube, weil mein Generator schon so weit war. Ah, hallo. Weiß nicht, ob das so. Oh, nee. Wo ist er denn? Tritt ihn. Ist er oben auf dem Steg? Er will unbedingt dich haben. Ja. Okay. Ich geh mal zur Killer-Check, okay. Wenn ich da hinkomme. Keine Chance. Nö, keine Chance. Wir haben gleich den letzten. Das hilft mir nicht. Der Keller? Würdiges Ende. Achso, das war auch noch der letzte Kill. Oh, shit. Ja, dann bin ich jetzt auch hinüber. Ne, er rennt weg, der doof. Okay, dann mache ich hier mal auf. Ich mache den Ausgang bei der Killerhütte auf. Mhm. Ja, gerade noch Felix. Aber er kommt wieder. Dann komme ich jetzt in den Keller. Das könnte knapp werden. Oh ja. Felix ist frei hier. So, Felix habe ich gerade gesehen. Ja, aber Blight steht auch oben und guckt das Fenster. Guck doch, er steht sogar, nee, er steht direkt an der Kellertreppe sogar. Okay. Steht er immer noch da? Außen rum bloß. Ja, kommt wieder. Da ist tatsächlich der Felix hier. Okay. Ich glaube, Felix hat ihn auch ein bisschen aufgeregt. Aber du könntest ihn noch retten gehen. Und er steht genau vor ihm. Ja. Oh mein. Machen wir jetzt gleich Blödsinn wieder? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen gerade mega Blödsinn. Wirklich, sollten einfach rausgehen. Oh. Ja. Run! Shit. Mano. Strike? Nee. Wieder dahin und guckt. Guck, natürlich. Guck.
Naja, steht direkt davor. Ja, lässt sich sterben. Kommst du zum Ausgang? Ja, gleich auch. Ich bin aber auch auf dem Weg. Mach mal schon mal auf, nicht, dass ich jetzt noch umgeklatscht werde für vorher. Auf Wiedersehen. Ich war beim anderen Ausgang, der noch gar nicht auf war. Oh Mann. So, jetzt haben wir lange genug als Überlebender hier rumgedaddelt. Wird Zeit, dass wir in die Rolle des Killers schlüpfen. Und da packe ich die Krankenschwester nach langer Zeit mal wieder aus, denn im aktuellen Archiv haben wir die Aufgabe, säubere den Abschaum, triff einen Überlebenden direkt nach einer Teleportation 6-mal als die Krankenschwester. Mal schauen, ob ich das noch hinbekomme. Mittlerweile war auch Rangrücksetzung und hier nochmal die Info, gerade für die Spieler, die das Spiel auf Deutsch spielen. Die Obergrenze der Blutpunkte liegt bei 2 Millionen und nicht bei 1 Million. Man kann also bis zu 2 Millionen in den Runden verdienen. Alles, was drüber hinaus ist, will ich das? Ja, wir machen es einfach mal. Ist halt verschenkt. Außer die Belohnung durch eingelöste Codes oder die Rangrücksetzung. Und bei der Rangrücksetzung gibt es nach wie vor 1 Million pro Klasse, wenn ihr es auf Schilland 1 schafft. Ja, als Krankenschwester habe ich erlöschendes Licht, das muss ich ja nicht weiter erklären, das kennt ihr ja, hier steht sonst nochmal, könnt ihr gerne pausieren. Ich präsentiere euch hier dann auch mal die enthüllte Dunkelheit, die mit der Dretsche kam, den Geißelhaken, den ich auch oft nutze, und natürlich Lichtgeborener, um gegen Blendung immun zu sein. Und ich erhöhe die Reichweite meiner Teleportation. Dadurch wird allerdings die Aufladezeit der Teleportation verlängert. Das hebe ich aber mit diesem Zusatz wieder auf. Ja, und mit den blutigen Partyluftschlangen verdopple ich die verdienten Blutpunkte in dieser Runde gegen Claudetz und Neas. Mal schauen. Man schickt uns auf den einsamen Friedhof. Eine sehr große Karte. Vor allen Dingen auch eine sehr beliebte irgendwie bei den Überlebenden. Mal schauen. Die Übersicht da ist ja doch recht gut. Aber ich habe die Krankenschwester sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, nachdem sie geändert wurde und aus den standardmäßigen 3 Teleportationen 2 geworden sind, auch mit dem Cooldown des Teleportierens, habe ich sie kaum noch gespielt. Mal schauen, ob es mir noch gelingt. Aber im Prinzip muss ich ja nur 6-mal die Leute verletzen nach einer Teleportation, um diese Aufgabe abzuschließen. Gut, ich schau mal in den Schrank, ob sich schon die ersten Überlebenden irgendwo offenbaren. Da hinten, am Generator. Da haben wir doch schon eine sitzen. Indirekt abgehauen, die Gute. Okay. In der
Killerhütte ist gerade... Oh, da hat sich gerade eine geheilt. Nein. Diesmal nicht. Oh, es ruckelt. Habt ihr es gerade gesehen? Beim Aufheben hat es kurz geruckelt. Kommt doch schon jemand zur Hilfe. Nett mit dem Fenster. Da hinten sind sie doch schon wieder dran. Ja, das ist hart im Nehmen. So, die Gute kommt auch an den Geißelhaken. Teleportation beherrschen wir auf jeden Fall noch. Und die Aufgabe haben wir auch erledigt. Auch wenn die Runde an und für sich nicht gut läuft.
Ah ja. Ist der Geißelhaken, weil das ist ja auch die Obsession. Die muss auf jeden Fall langsamer gemacht werden. Nehmen wir sie nochmal. Kriegen wir sie bis zum Geißelhaken, damit sie beim Nachteil bleibt. Sie hinkt schon zum dritten Mal. Da wollen wir mal keinen Geißelhaken verschwenden. Denn gerade? Naja.
Naja. Unsere Aufgabe ist ebenfalls erledigt. Und bei dem Prestige-Level der Überlebenden wahrscheinlich auch ein sehr hoher MMR. Wir haben aber keinen Pip gesammelt. Naja, hart im Nehmen ist auf jeden Fall gegen die Krankenschwester natürlich sehr, sehr stark, weil man den Moment des Angriffs da gut ausmachen kann. Zwar kann man das nach wie vor mit der zweiten Teleportation dann vermeiden, aber ja, es wird ja doch hin und wieder noch ausgerüstet. Ja gut, das war meine Runde als Krankenschwester. Nicht gerade sehr erfolgreich, wenn man da an alte Runden von mir denkt. Allerdings haben wir die Aufgabe im Archiv erledigt. Schauen wir mal, was man als nächstes tun soll. 3 Gesundheitsstatus eines beliebigen Überlebenden vollständig als Claudette Morel heilen, das heißt auch selber. Und 100.000 Blutpunkte verdienen, das ist auch eine schnelle Geschichte. Ja, mal schauen, was ich da als nächstes in Angriff nehme. Aber für die heutige Episode soll es auch wieder genug sein. Und ich weiß auch noch nicht genau, ob nächste Woche eine Episode kommt. Übernächste Woche wird definitiv keine kommen, denn ich werde eine kleine Sommerpause einlegen. Eine Spätsommerpause. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr dann bei meiner nächsten Episode wieder mit dabei sein werdet. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.